In Israel, in der Stadt Beitar. In Israel, in der Stadt Beitar, das ist eine Stadt, wo viele fromme Juden leben. In dieser Stadt dort gibt es einen Mann, einen Avrech, Torah-Studenten. Sein Name ist Rabbi Yishayahu Weisberger. Yishayahu Weisberger, er ist jemand, der wirklich viel in die Torah investiert, viel Torah lernt. Aber in der letzten Zeit, so erzählt er, er selbst hat jetzt diese Geschichte über sich erzählt. In der letzten Zeit hat er gesehen, dass irgendwie sein Schicksal verschlossen ist. Alles, was er versucht zu tun, funktioniert nicht. Sei es finanziell. Er sinkt immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und er wird von der anderen Arbeit wieder gefeuert und versucht dort irgendein Geschäft zu machen, da was zu tun. Überall alles geht schief. Und auch seine Frau wird gefeuert, kurz gesagt. Nichts, die Kinder wachsen schon und die kann auch nicht heiraten. Warum? Es kommen keine Angebote und überall lehnt man ihn ab. Und das hauptsächliche Problem war bei ihm das finanzielle Problem. Es war ihm schwer. Darum einige Freunde haben geraten, fahr nach Amerika, fahr nach Amerika. Und in Amerika macht dort eine Tour bei unseren jüdischen Geschwistern. Und vielleicht, dass sie dir mit ihren Spenden helfen, dass du vielleicht ein bisschen von dem Gatsch, in dem du singst, ein bisschen rauskommst. Er hat gedacht, eine gute Idee, ich werde es tun. Ein Freund von ihm sagt ihm, aber wenn du jetzt nach Amerika fliegst, ich rate dir, mach keinen Direktflug, sondern mit einem Zwischenflug. Erstens, es kommt dir billiger raus. Und zweitens, mach den Zwischenflug zwischen Frankfurt. Ja, Israel, Frankfurt, Amerika. Warum? Weil in Frankfurt, in dem alten Friedhof, in dem alten Frankfurter Friedhof, dort ist beerdigt der Frankfurter Jenuke. Jenuke, auf Aramäisch, ist Kleinkind. Und das war ein Nickname, ja, das war der Name von Frankfurter Jenuke, das ist das Kleinkind von Frankfurt. Das war der große Rabbiner, Rabbi Israel Mikrelin. Er ist dort begraben. Warum hat man ihn genannt Frankfurter Jenuke? Weil er mit einem jungen Alter ein Ador, ein Rabbiner geworden ist. Und deswegen sein Name, auch wenn er schon älter gestorben ist, Frankfurter Jenuke. Alle kennen diesen Grab in Frankfurt. Frankfurter Jenuke. Fahr dorthin. Und dort, wenn jemand dort betet, es ist eine Sgula, dass dank diesen heiligen Tzaddik, den großen Tzaddik, dass Gott die Gebete erhört und Be'ezrat Hashem die Gebete erhört werden. Ja, nicht, dass man sich nicht täuscht. Wir beten nicht den Verstorbenen, sondern wir beten, dass dank diesen Verstorbenen Gott uns helfen soll. Eine gute Idee, er macht das so. Er macht das so mit einem vierstündigen Zwischenstopp. Er sagt, ich werde nach Frankfurt fahren. 4 Stunden ist genug Zeit. Ich fahre zum Friedhof, wieder zurück. Er plant schon und organisiert in Frankfurt einen Fahrer, der ihn dort zum Friedhof bringen kann. Kommt in Frankfurt an, er sieht, sucht hin, her, sucht da, dort, der Fahrer ist nicht gekommen. Hat irgendeine falsche Information bekommen, Fahrer ist nicht da. Das Problem ist, er kann nur Hebräisch oder Jiddisch. Dort in Frankfurt entweder kein Englisch, kein Deutsch, kein Gurmisch. Und er versucht jetzt seinen Freund zu erreichen mit dem Handy, ruft an, Akku ist leer geworden, Handy ist weg. Jetzt in einem fremden Land, kann nicht die Sprache, kann, okay, ich versuche mein Glück. Geht zu einem Taxi, ich weiß, auf Jiddisch versucht zu sprechen, Frankfurter Jenuke. Sagt er, Frankfurter was? Was ist? Weiß nicht, okay. Slicha, mach die Tür zu. Geht zum nächsten Taxi. Ich weiß, Frankfurter Jenuke. Und hat sich herausgestellt, dass der zweite Taxifahrer ein Jude war. Zwar kein Shomer Torah Mitzvot, aber ein Jude. Er sagte ihm, zum Frankfurter Jenuke, ich weiß, wo das ist. Steige ein. Und die fahren zum Friedhof und er sagt ihm, schau, weißt du, das ist so ein Zufall. Normalerweise, ich bin nie in diesem Flughafen. Der Taxifahrer. Ich bin nie in diesem Flughafen, meine Station ist überhaupt woanders. Heute zufällig ein Kunde, ich musste hierher bringen, ich dachte,
ich bleibe hier 5 Minuten, wenn niemand kommt, ich fahre weg. Und du bist reingekommen. Noch ein Zufall, sagt er. Ich war in diesem Friedhof, war ich das erste Mal letzte Woche. Letzte Woche war eine Gruppe von Rabbinen, waren da und sind dorthin gefahren. Und jetzt, ich weiß genau, wie ich dorthin fahren muss. Ich dachte, mach schon Murat, aber wir wissen, es gibt keine Zufälle. Jeder Zufall ist vom lieben Gott. Er war dort in Frankfurt und hat gebetet, bitte lieber Gott, sag mir, wo ist die Lücke? Warum ist mein Schicksal versperrt und was soll ich tun? Er hat dort geweint, gebetet. Dank diesen einen großen Rav, bitte, lieber Gott, hör mein Gebet. Gut, fertig gebetet, er bringt ihn wieder zurück und er kommt in Amerika an. Sein Ziel war Amerika, um Geld zu sammeln. Kommt in Amerika an und in eine große Synagoge und geht dort zwischen den Leuten und versucht Geld zu sammeln. Plötzlich er sieht, noch jemand sammelt dort Geld, so wie er. Auch jemand, der ausschaut, dass er von Israel gekommen ist. Und diese Person kommt ihm sehr bekannt vor. Er schaut ihn an, schaut ihn und plötzlich bekommt er ein Flashback. Psch. Oh mein Gott, ich kenne ihn. Es kann sein, dass das diese Person ist. Was war? Vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren, als er noch ein Kind war in der Schule, er hat einen Klassenkameraden gehabt, dass er glaubt, dass er das ist, der aber ziemlich schwierige Probleme mit dem Reden gehabt hat. Er hat gestottert und er konnte nicht gut reden. Und er hat ihn die ganze Zeit ausgelacht. Ihm ausgelacht, ihm nachgemacht und all diese Laute, die er auf sich gegeben hat, hat auch er und alle Freunde haben gelacht. Und er sagt, kann sein, Gott hat mein Gebet erhört. Kann sein, dass mein ganzes Schicksal verschlossen und verriegelt ist. Wegen wem? Wegen dem, dass ich den einen Klassenkameraden vor 30 Jahren, als wir kleine Kinder waren, dass ich ihn gemobbt habe. Ich habe ihm ausgelacht. Nicht nur ich. Ich habe ihn dazu gebracht, dass auch alle anderen auslachen. Sagt aber, kann sein, dass nicht er das ist. Er kommt zu ihm hin. Und Shalom Aleichem, und wie geht's, von wo ist es? Und der redet mit ihm normal. Er redet mit ihm normal, also nicht stottern und nicht dieses Gespräch. Und, aber er schaut ihm 1:1 ähnlich. Er sagt, oh, du bist von Israel, ja, du sammelst Geld, ja, ich auch. Und er kann nicht, es ist er, aber er stottert nicht. Er redet ganz normal. Dann fragt er ihn ganz sanft und sagt ihm, sag, hast du vielleicht einen Bruder oder einen Verwandten, der Probleme mit dem Sprechen gehabt hat? Er schaut ihn an, sagt ihm, es ist nicht der Bruder, ich bin das. Und ich weiß, wer du bist. Du bist der Ishaya Weisberger. Und ich will dir nur sagen, das, was du mir angestellt hast, ist bis zum heutigen Tage in meinem Herzen. Du hast mir das Leben zur Hölle gemacht. Du hast mich so die ganze Zeit verschämt, immer und wirklich, lass mich in Ruhe. Er sieht das, er sagt, oh mein Gott. Er sagt ihm, du, bitte vergib mir, verzeih mir, ich flehe dich an, ich habe einen Fehler gemacht. Sagt er, schau, es ist in meinem Herzen, was willst du von mir? Du hast mir, als wir Kinder waren, du hast mich sekiert, du hast mich genervt und du hast... Ich sagte, du bist hier, um Geld zu sammeln. Sie nimmt sofort sein ganzes Geld, was sie in der Tasche hat. Er hat nicht viel gehabt. Er hat dort $400 gehabt. Sagt, schau, $100 brauche ich noch, um zu überleben hier. Die restlichen 300, alles, was ich habe, bitte nimm das und bitte verzeih mir. Nun, er sieht die $300 in der Hand, steckt sie in die Tasche, sagt ihm, okay, machulecha, ich vergebe dir, ich verzeih dir und sei gesund. Es ist ihm schon ein Stein vom Herzen runtergefallen. Das heißt, ich weiß, da war irgendetwas, kann sein, dass das war. Nun, im Moment, er nimmt sich in einem Bett mit Rastatt in Amerika, er nimmt sich Platz, setzt sich hin und beginnt Torah zu lernen. Er war jemand, der die ganze Zeit, wie gesagt, Avrech, der die ganze Zeit mit der Torah sich beschäftigt hat. Und
Plötzlich einer kommt von dort und sein Name war Rabbi Yoel Schwarz. Er schaut ihn an und sagt ihm, du bist doch der Yeshaya Weisberger. Sagt er, ja, ich bin Yoel Schwarz, ich bin eine Verwandte von dir. Mein Großvater und deine Oma hat dann irgendwann ihm erklärt, wie sie verwandt sind. Und was machst du hier? Sagt er, ich bin ein bisschen problematisch mit dem Finanziellen. Und ich bin hier gekommen, um ein bisschen Geld zu sammeln. Aber jetzt im Moment, ich lerne, weil es kommen sowieso, die meisten Menschen kommen zu entweder zum Harvit oder zu Shacharit, zu den Gebeten. Und jetzt tagsüber, ich lerne Torah. Und er hat gesehen, wie er ein Matmi, das heißt, er war wirklich jemand, der sich mit der Torah beschäftigt hat. Sagte, was? Du bist mein Fleisch und Blut. Und du bist jemand, der so viel in die Torah investiert. Du bleibst sitzen. Ich werde für dich alles tun. Ich kenne gute Connections. Ich werde versuchen, dir Geld zu besorgen. Er, nicht einmal Shacharit mit Harvit, die ganze Zeit hat er weiterhin gelernt. Dabei, dieser Rabbi Yoel Schwarz, sein Freund, sein Verwandter, ist gegangen zu den großen Leuten, hat ihm besorgt innerhalb von 3 Tagen $25.000 auf den Tisch. Das ist für dich. Und er hat Licht in den Augen gesehen. Gott sei Dank, Baruch Hashem. Schau, nachdem der Typ mir verziehen hat, ist der Bach Shemolad, Baruch Hashem, schau, wie Gott sofort, wie die Rettung sofort kommt. Es hat zwar nicht alle Probleme gelöst, er hat viele Schulden gehabt, aber immerhin 25.000, das hat ihn rausgebracht von diesem schwarzen Loch, in dem er war. Er bedankt sich bei ihm, vielen lieben Dank, danke, danke, und fährt zurück nach Eretz Israel. Vergeht eine Zeit, ein paar Monate, und er bekommt einen Anruf wieder von diesem Rabbi Yoel Schwarz, der ihm geholfen hat. Er sagt ihm, du, ich mache eine Hochzeit für meine Tochter. Und ich bitte dich, wir sind verwandt, ich will, dass du kommst zu unserer Hochzeit. Sagt er, oh, Bewadai, selbstverständlich, ich werde kommen. Und, aber ich bitte dich, wenn es geht, kannst du mir eine Achsania, das heißt einen Gastgeber bringen, dort wo ich schlafen kann, aber dort wo ich alleine bin. Eine Gaststätte, wo ich alleine schlafen kann. Und ich sage dir warum. Weil wenn ich schlafe, dann ich schlafe nicht leise. Mit anderen Worten, ich schnarche aber sehr laut. Und deswegen, es ist mir peinlich, ich bitte dich, wenn es geht, sagte selbstverständlich, kein Problem, du bekommst, du alleine. Danke vielmals. Er kommt dann wieder fährt wieder nach Amerika und kommt dort an. Er muss, Akaratatov, was Gutes, hat ihm so geholfen. Er muss jetzt wieder dorthin kommen. Er kommt dorthin. Und er sieht aber die Gaststätte, die er bekommen hat, dort war noch jemand anderer. Ich habe gewarnt, aber kann man nichts machen. Er schläft in der Nacht, in der Früh wacht er auf, der andere war schon längst wach. Er sagt ihm, ich habe sicher geschnarcht und es hat dich sicher gestört. Er sagt, geschnarcht, das ist kein Wort, das waren Trompeten, das war wie im Stadion gibt es diese Pam, Pam, diese. Man konnte nicht schlafen, aber ich war sowieso nur, das war meine letzte Nacht hier, deswegen kann passieren, wir sind alle Menschen. Es war ihm peinlich, extrem peinlich, aber da kann man nichts machen. Er hat seins versucht. In der nächsten Nacht war jemand anderer dort im anderen Zimmer und er schläft und plötzlich er selbst wacht um 4 Uhr in der Früh auf. Und von was wacht er auf? Von solchen Schnarchgeräuschen, aber extrem stark, so wie er. Char, char, char. Moment, das sind auch meine Töne. Und er geht zum anderen Zimmer und er sieht, dass der andere Typ gar nicht schläft. Er sitzt im Bett und er versucht, ihm nachzumachen. Du, Chico, du machst mir das Leben. Ich kann nicht schlafen. Was soll das? Er sieht das Ganze. Er ist ganz rot geworden. Und peinlich. Er vor lauter Schande, er wusste nicht, wo er sich verstecken soll, er geht sofort raus, hinaus. Es regnet draußen, ohne auf dem Regen zu sehen. Er bleibt im Regen stehen und beginnt zu weinen. Was kann ich dafür? Ich bin doch nur ein Mensch. So hat mich Gott erschaffen. Ich kann nichts dafür.
Und er weint, aber dann plötzlich, er bekommt wieder die Erinnerung, Moment, vielleicht macht das Gott absichtlich, damit ich einmal spüre, wie es ist, wenn ich, wenn dich jemand nachmacht bei deinen Geräuschen. Ich habe damals den einen, meinen Freund, den einen, ich habe ihm nachgemacht, wie er stottert, wie er redet. Vielleicht hat das Gott jetzt mir angetan, damit ich es spüre, wie es ist, dass jemand dich nachmacht. Er sofort wischt seine Tränen ab, sagt, lieber Gott, ich danke dir, ich weiß, das ist ein Zeichen für mich, um mich vollständig von dieser einen Sünde zu reinigen. Er kommt zurück, sagt ihm, nichts passiert, alles in Ordnung, geht. Und am Abend ist die Hochzeit, er ist dort und er trifft in der Hochzeit seinen Ex-Freund, den alten Freund, den er nachgemacht hat, den Stotterer, den Ex-Stotterer. Ja, er sagt ihm, wie konnte er reden, das habe ich vergessen. Er sagt, ich habe mich behandeln lassen, ich bin zu guten Ärzten gegangen und jetzt, ich stottere nicht mehr. Und er trifft dort seinen Freund. Oh, wie geht's? Und er kommt und sagt ihm, du, ich will dir sagen, ich habe damals, ich will mich nochmals bei dir entschuldigen. Es war wirklich nicht in Ordnung von mir, was ich getan habe. Und wirklich, ich möchte dich bitten um Entschuldigen. Und er sagt ihm, weißt du, das letzte Mal vor einigen Monaten, wo ich dich verziehen habe, es war eine Verzeihung, aber es war eine Verzeihung, wo ich sagte, okay, ich verzeihe dir. Aber im Herzen, ich habe noch diesen Fleck gehabt. Aber jetzt irgendwie, ich sehe, dass diese, ich vergebe dir, aber diese Verzeihung jetzt ist anders. Diese Verzeihung jetzt, ich merke irgendwie, dass mein Herz irgendwie rein geworden ist, dir gegenüber. Und sagt er, sagt er ihm, weißt du warum? Er hat ihm erzählt, dass er geschnarcht hat und kann sein, dass jetzt meine Entschuldigung, sie war wirklich vom ganzen Herzen. Weil ich selbst jetzt bemerkt habe, wie es ist, wenn jemand dich nachmacht und dich mobbt. Im Endeffekt, dieser Rabbi Joel Schwarz ist gekommen, oh, Shalom Aleichem, hat ihm gesagt, das ist dieser Freund, über den ich dir erzählt habe. Dann, nach der Hochzeit, er hat einen Diener organisiert für die beiden, sowohl für ihn als auch für ihn, um ihnen bei den Spenden zu helfen. Er ist nachher noch mit $100.000 nach Eretz Israel zurückgekehrt und nicht nur das, sondern während diesem Diener, er hat schon Anrufe bekommen von Eretz Israel, es gibt Angebote jetzt, um für deinen Sohn, um abzuschließen für die Hochzeit. Wir sehen da, Shtabach Shem Olad, schau, wie wichtig es ist einmal, dass du nicht jemand anderen, dich nicht über jemand anderen lustig machst. Wenn er irgendwie schlecht redet, wenn er irgendwie schlecht aussieht, so hat ihn Gott erschaffen. Aber auch das, dass manchmal dein Schicksal verschlossen ist, kann sein, wegen dem, dass du vielleicht noch bei irgendjemandem in seinem Herzen noch irgendetwas gegen dich gibt. Darum müssen wir schauen, dass wir mal von uns jeden Fleck vom Herzen gegenüber anderen entfernen und auch schauen, dass wir auch niemandem etwas Schlechtes antun und niemanden auslachen und mobben.